Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, wir haben wieder Ligastart und ich habe ja jetzt einiges nicht gebracht, was es Neues gab, beziehungsweise was so an neuen Sachen da war. Klar, der Pass ist da, die Eiskönigin wird uns dort sicherlich Freude bereiten, so will ich das mal sagen. Aber ich muss mir jetzt erstmal hier die Freude bereiten und muss jetzt hier, glaube ich, mit meinen restlichen Truppen rein, damit ich so ein bisschen den Funnel hier machen kann. So, da muss aber der Bogenschützenturm weg und da auch der Magerturm. Oh, meine Queen kriegt da schon ganz extrem Beschuss. Wir nehmen hier zwei Hexen mit rein. Ich übe so ein bisschen so hier und da mal ein bisschen Funneln. Der Wächter steht nach unten, den nehmen wir da mal mit hin. Und dann sind die jetzt hier schon, ist die Karre da schon? Oh, ich weiß gar nicht, ob die Karre da schon ist. Ich habe im Moment immer zwei Sprung mit, in der Hoffnung, dass meine Truppen hier hinten rausspringen. Das ist ein Single Inferno hier. Und ich nehme mal den King hier mit rein. Das Rathaus fällt jetzt. Worden habe ich, glaube ich, ganz gut gezündet. Ich denke mal, das war ganz in Ordnung. Habe hinten noch einen Cleanup-Bogey. Hier. Na, ich weiß jetzt nicht genau, wo tatsächlich meine Truppen hier rumeiern. Da habe ich jetzt nochmal den Wut geworfen. Unten sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier muss ich, glaube ich, da einmal durchfrosten und auch hier unten nochmal einen Wut legen. Dass vielleicht der Magierturm da noch mit drauf geht von den Bowlern. Die müssen da ja eigentlich drankommen. Das ist auch der Fall. Jetzt kriegt allerdings meine Queen dort Beschuss. Keine Heiler mehr da. Die Queen nimmt aber den Sprung noch. Und ach, ich zünde sie mal, bevor ich es da wieder vergesse. Zünde ich die Queen lieber und jo, so sieht das ganz gut aus. Oder haben wir eine Bauhütte vergessen, Leute? Das geht gar nicht. Dann haben wir hier noch ein Lager. Und hier vielleicht noch das Labor. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Da hinten ist jetzt natürlich für meine Bogenschützin nicht ganz optimal. Aber meine Helden kriechen ja auf der letzten Spur. Aber ich habe hier noch die Hexen dabei. Ja, das sah ganz gut aus. Das sah ganz gut aus. So ein bisschen üben hier. Tut dem Ganzen ja ganz gut. Denn ihr habt es im Thumbnail ja gesehen, es wird sehr, sehr spannend. Es wird sehr, sehr spannend hier. Ich bin wirklich mal gespannt, was wir hier reißen, denn ich bin ja mit dem Thorsten in einem anderen Clan als Spätzle mit Soße. Ich muss mal eben nachbauen, denn ich habe, glaube ich, jetzt immer diese Truppe hier am Start. Ich gucke mal gerade. Ah, nicht ganz. Warte mal, die muss ich wegmachen. Zwei davon. Ich glaube, ich nehme immer so mit. Ja, so nehme ich das, glaube ich, immer mit. Und auch hier haben wir ein bisschen zu viel. Zwei passen da ganz gut. 10 Stück da, 7. Wir nehmen mal die Mauerbrecher ruhig mit rein hier. Und ich glaube, so in etwa sieht meine andere Armee jetzt gerade aus. Ein paar noch von denen hier. Und dann machen wir hier noch so ein bisschen was mit Lufttruppen. Denn das haben wir ja im Pass zu spielen. Ja, das haben wir, entschuldigt bitte, Leute. Denn ich spiele ja nicht bei den Spätzle mit Soße die Liga mit, sondern ich spiele bei den GSI Warriors oder die Liga mit. Das ist ein Partnerclan, beziehungsweise der Clan gehört jemandem, der bei Spätzle mit Soße drin ist oder irgendwie ist er damit verbunden, keine Ahnung. Aber wir spielen hier jetzt schon die x-te Liga. Und ihr seht das, wenn ihr hier so reinguckt, Mini, Tamre, Tyron, Chris, Felix, das sind alles SMS-Leute, auch hier Frigai, André und so weiter. Und ja, wir spielen hier Meister 1. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also auch hier gibt es schon eine ganze Ecke an Marken für den ersten, 382. Wir sind letzte Saison Zweiter geworden hier. Aber diese Saison haben wir es mal nicht nur schwer, also es ist sowieso schwer, es sind auch in die 12er hier auch. Aber wir haben dieses Mal 4 Clans, beziehungsweise wir haben 3 Clans aus Deutschland gematcht. Das heißt, von 8 Teams hier in dieser Liga sind satte 4 aus Deutschland. Also der GSI Warriors ist zwar österreichisch gefleckt, aber ich nehme ihn mal zu den Deutschen mit hin. Wir haben hier als Clan noch Verbrannte Erde, kennt er sicherlich vom Mobile Fred. Mit dem Clan hat der Mobile Fred auch mal viele Sachen zusammen gemacht. Weiß nicht, ob das noch Partnerclan ist, aber Grüße gehen auf jeden Fall an die Verbrannte Erde raus, gar kein Thema. Da sind wir immer Sportsmann und man hat allerdings auch, die ist rumgeklickt, man hat aber auch einen nicht gesehen, der deutsch ist. Also Dresden ist natürlich ganz klar deutsch. Auch da geht natürlich der Gruß raus, gar keine Frage. Ich denke, die haben das auch schon alle mitbekommen, dass sie uns gematcht haben. Vielleicht haben sie es ja mal gesehen, dass wir eigentlich SMS sind. Also so, ich nenne es mal SMS 2. Aber ein Clan ist denn noch dabei. Es ist der Clan A1. Ich glaube, die waren auch aus Deutschland. Ach, Mensch, Toto. Ich glaube, die waren auch aus Deutschland. Ja, herzlich willkommen im Clan. Wir suchen und so weiter.
Also auch hier viel Glück und German CK Fair Play Clan, wunderbar. Also finde ich sehr, sehr gut und ist ja auch mal ein Zufall, muss man ja echt mal so sagen. 4 deutsche Teams in der CWL zu haben, das ist dann ja schon fast so wie so ein Heimspiel, ne? Also nicht ganz, aber naja. Ich bin mal gespannt, in 8 Stunden geht das ganze Spektakel los. Auch mit meinen anderen Clans bin ich in Clans noch untergekommen. Das heißt, sogar mein Rathaus 7 Fry spielt in dieser Saison mal die Liga mit. Vielen lieben Dank an Thales, der hat mir das irgendwo möglich gemacht. Die haben irgendwo so einen Clan, wo wirklich so kleine Accounts drin stecken. Und da spielt man dann so ein bisschen Silberliga, ein bisschen für Medaillen, so ein bisschen für just for fun. Also so, dass die auch so ein paar Marken bekommen. Die 9er habe ich im Clan Deutschland abgestellt und auch einen Rathaus 10er, glaube ich. Denn bei den Herausforderern spielen wir so relativ 12er, 11er mittlerweile. Auch da haben wir ein bisschen ausgemistet. Da gab es auch mal wieder so ein paar Inaktive. Und es gab ein paar, die dann vorher schon weggegangen sind. Also auch da habe ich ja gesagt, das ist auch immer sehr, sehr komisch. Ich muss mal eben gucken. Den Avatar hier, der ist mein Herausforderer, View Clan. Wir sind mal wieder geschrumpft auf 29 von 50. Wir konnten gar keine 30er da spielen. Also komischerweise zur Liga schrumpfen wir natürlich immer so ein bisschen. Danach füllen wir wieder so ein bisschen auf. Aber hier nur zur Info, falls ihr es mitbekommen habt. Wir haben hier jetzt die letzten beiden Clankriege auch bei den Herausforderungen gewonnen. Also gegen Jägermeister mit 99,05% zu 87,90%. Das war ja auch ein deutscher Clan. Und die vermeidbar starken Banteros Boys aus Bangladesch, glaube ich, die waren dann doch nicht so stark am Ende. Sie haben doch dann hart geschwächelt. Und mit 67-62 ist auch da ganz deutlich. Also auch da freue ich mich natürlich auf die Liga. Da spielen wir das erste Mal ohne Rathaus 10, ohne Rathaus 9. Bin ich wirklich mal gespannt drauf, wie das Ganze endet. Und es gab natürlich noch ein paar andere Sachen in dieser Woche hier zu berichten, was es an Updates gibt, beziehungsweise was ist hier eigentlich reingekommen. Natürlich ist hier reingekommen der Pass. Ah, hier sehen wir sie eigentlich besser. Die Ice Queen. Ich finde den Skin sehr, sehr schick, muss ich sagen. Also auf den ersten Blick habe ich gedacht, naja, da hat sich Supercell gar keine Mühe gemacht. Da haben sie einfach den Autumn Skin genommen, also den Herbstskin, und haben da ein bisschen Eis rübergelegt. Ist aber nicht so, bei genau Hinsehen ist das nicht so. Also da habe ich mich dann auch täuschen lassen, denn gerade vor allen Dingen die Waffe, also der Bogen dort ist dann schon ein bisschen anders gestylt und auch oben das, was die Queen immer oben an Reliefen trägt über ihren Kopf, ist dann schon ein bisschen anders designt. Und ja, die Clanvorliga 8 Tage noch, klar, und 28 Tage läuft die November-Season. Das heißt also, wir haben ja hier irgendwo den Pass. Ich habe jetzt auch schon einen Angriff gemacht. Ich versuche, den Pass mal ein bisschen zeitnah zu spielen. Nicht, dass ich die letzten Tage wieder dranhänge und machen, dass ich ihn packe. Aber so ein paar Sachen sind dann schon gar nicht mal so einfach. Ich habe erst gedacht, Alter, 200 Spells, okay. Aber gefallen mir gut, ist ein bisschen Abwechslung drin. In dem Pass hier wieder 25 Dinger sammeln, klar. Man hat sie natürlich aufgesammelt, bevor der Pass anfing. Schlauerweise, jetzt müssen wir natürlich warten, jetzt spawnen immer so 2-3 Sachen. Man könnte jetzt auch im Nachtdorf, ich weiß, man kann hier auch im Nachtdorf diese grünen Büschel hier nehmen. Die wachsen nämlich immer nach und die kosten nichts hier. Also diese Grasteile hier, die kann man einfach abbauen und dann wachsen die nach hier um die Statue. Dadurch habe ich jetzt ein mehr auf meinem Zähler, aber das will ich nicht. Ich mag es halt ein bisschen schicker hier im Nachtdorf. Auch hier bin ich immer mal wieder so ein bisschen aktiv, aber ich habe hier im Nachtdorf auch mein Bestes schon hinter mich gebracht. Das heißt, ich habe meinen Höchststand schon erreicht gehabt. Und jetzt muss ich auch eben mal schauen, wie wir hier eigentlich vorgehen können. Ich habe die Riesen hier mit bei, aus dem einfachen Grund, dass ich das Clanspiel ja habe. So, dann ziehen wir die hier nochmal rein. So ein bisschen langsamer und den Packer auch nochmal von hier. Jetzt muss ich mal eben sehen. Ah, der Brutzler ist da immer sehr, sehr fies und da habe ich natürlich eine Tonne. Die hat natürlich was dagegen, dass meine Schweine da landen, aber irgendwas muss jetzt auch in die Base gehen. Ah, da ziehen die Clanburg-Truppen immer meine Packers in die Base. Das ist mal ganz gut, wenn die nahe der Bauarbeiterhütte sind, denn dann zieht es die da rein. Ansonsten laufen die natürlich auch gerne mal rum. Aber so sieht das jetzt schon mal ganz gut aus. Kampfmaschine ist jetzt noch am Zerschmetterer hier, der geht aber auch down, ja. Ich habe hier meinen Höchststand erreicht. Das heißt, ich habe meinen besten Pokalstand
übertrumpft, habe dann danach mit meinen neuen Hexen angegriffen. Die habe ich nämlich maxed, aber da weiß ich noch gar nicht, was ich eigentlich damit machen soll. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare einen netten Truppenvorschlag reinschreiben, was man zu den Hexen noch nimmt. Denn gerade wenn der Lava-Launcher noch lebt, dann leben die Hexen nicht lange, habe ich festgestellt. Die laufen nämlich die ganze Zeit durch die Lavasuppe durch und kriegen die ganze Zeit dann Schaden. Das ist natürlich ein bisschen dusselig. Oh, die Doppelkanone, die überlebe ich nicht mehr, glaube ich. Oder schaffen wir die noch? Beziehungsweise die Mine da, aber das wird jetzt ganz hart. 64%, das ist nicht viel. Das ist nicht viel, Leute. Das hält sich noch in Grenzen. Also wie gesagt, ich brauche einen Truppenvorschlag für die Hexen, denn die habe ich hier jetzt max drin. Ich habe dann noch kurz bevor der Pass auslief, schnell die Barbaren hier angestoßen, weil die noch billig waren. Im Moment ist ja erstmal wieder alles teuer, weil der Pass noch nicht da ist. Ich habe ihn mir auch noch nicht gekauft. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare wieder reinschreiben, ob ihr den gekauft habt, wie findet ihr den Skin und so weiter. Also ich mag ihn, aber ich habe keine Idee, was man hier eigentlich mit den Hexen machen kann. Keine Ahnung. Denn, ja, wie gesagt, die sind mir eigentlich immer verreckt. Ihr seht das hier, glaube ich, noch im Lock. Da habe ich irgendwo noch Hexen drin. Ah, nee, da habe ich wieder meine Luftarmee genommen. Und hier ist, ist schon wieder raus. Ich habe schon wieder ein bisschen höher gepokert hier. Aber ich habe jetzt schon 4675. Da war ich jetzt also schon. Ich habe ein paar Angriffe natürlich verloren mit den Hexen, weil ich dachte, da muss ja doch was mitgehen. Keine Ahnung. Was macht denn eigentlich der Gegner hier? Das ist 70, okay. Ich wollte es gerade sagen, das ist wieder so ein Bogenschützen-Gegner. Naja, okay. Knappe Sache hier, aber ich habe den Stern hier in jedem Fall für einen Pass drin. Ich will den immer möglichst früh wegspielen hier. Und naja, ich bin mal gespannt, wie der Ligastart bei euch ist. Das müsst ihr mir natürlich wieder in den Kommentaren schreiben oder in den Livestreams. Da können wir ja ein bisschen rumschnacken über den Pass sicherlich. Denn, beziehungsweise über den Pass und über die Season, denn wird sicherlich sehr, sehr interessant. Ich versuche auch zu den Soßen rüber zu springen, um auch dort ein bisschen was aus Champ 1 mal festzuhalten. Das habe ich letztes Mal ein bisschen versäumt, weil ich mich natürlich auch auf meine anderen Sachen konzentriert habe. Und ich konzentriere mich aber auch ganz, ganz fest dieses Mal auf den Thorsten hier. Denn ich denke mal, wir sind auch in der Lage, hier mindestens nach Champ 3, wenn nicht sogar nach Champ 2 zu kommen. Ja, mal sehen, wie wir uns hier so schlagen, aber wir werden das Ganze diesmal auch hart im Discord machen. Ich bin wirklich mal gespannt drauf. Da habe ich euch einen kleinen Skip reingeballert, ist aber glaube ich nicht so schlimm. Wir wollen ja noch ein bisschen weiter üben. Ich habe echt eine komische Zaubergeschichte am Start. Denn hier gerade mit so einem Queen Charge oder Queen Walk, je nachdem was es denn wird, da weiß ich gar nicht so genau, was wir da eigentlich wo machen können. Ja, super, danke, dass der gleich verreckt ist da. Dann machen wir das mal so. Ich glaube, ich lasse mal meinen King hier vorlaufen. Ich lasse mal eben den King hier vorlaufen, dass ich hier mit den Magiern die beiden Lager wegbekomme. Ah, jetzt. Mensch, wieso geht denn der eine Bogenschützenturm da nicht auf meine Queen? Naja, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Oh, gleich eine Bombe da. Wunderbar. Wunderbar, gleich eine Bombe da. Alter Tutu, jetzt falle ich aber in alle Fallen hier rein, die es hier geben kann, aber egal. Ich habe einen Päcker drin und einen... Ah nein, ich habe keinen Päcker. Ah nein. Ah shit, aber irgendwie müsste ich das Rathaus noch kriegen. Ich habe gar keinen Päcker drin. Ich hatte gedacht, Alter, der hat ja alle Fallen hier rum. Ich hatte gedacht, ich hätte einen Päcker hier drin. Und, oh meine... Da ist meine Queen sogar gestorben. Ach, das ist ein Single Inferno. Eieiei, shit, shit, shit. Okay, Plan B. Dann muss Plan B herhalten. Egal. Dann müssen wir hier jetzt rüber mit unseren vielen, vielen Loonies. Und mal sehen, wo die hier denn so hingehen. Den sollte ich auf Luft stellen und ein paar Minions noch hinterher. Das Rathaus ist ja in jedem Fall schon mal aktiviert. Hier können wir schon mal springen. Ja, super, Toto. Echt klasse gemacht. Sauber. So, aber... Das kann man ja auch mal ein bisschen trainieren. Hier so ein bisschen die Wardenzündung kommt dann rechtzeitig oder auch nicht. Hier müssen wir jetzt ein bisschen die Geschwindigkeit... Ja, aber der Adler ballert die ganze Zeit auf meine Truppen rum. Na egal, wir haben gewonnen. Wir haben schon mal gewonnen. Und jetzt habe ich da... Da sollte doch ein Fries drauf. Na ja, gut, kleine verpeilte Sache hier vom Toto. Mal schauen hier ein da, dass wir noch vielleicht so ein paar Prozente kriegen. Die 50 müssen wir eigentlich noch schaffen. Wo ist denn gerade der Adler drauf? Der Adler ist auf dem Warden, das ist gut, der hat genug Trefferpunkte, sodass wir hier, ja okay, wir haben schon 51, dann kann ich die auch raushauen hier. Naja, suboptimal. Dafür gibt's das ja, dafür kann man ja ein bisschen üben.
habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass da unten Single Inferno vor allen Dingen am Rathaus rumlungerte. Und dann habe ich das ein bisschen verpeilt, aber ich habe hier die ersten Sterne drin für das Event. Das ist auch nicht schlecht, das ist auch nicht schlecht. 57 ist natürlich wenig, aber ich habe hier jetzt schon, glaube ich, die ersten. Ja, da habe ich schon die Nummer oder eine 1 stehen bei denen. Die nehme ich nochmal nach. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Okay, das ist ein bisschen doof, zwei von denen zu haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da tatsächlich mache. Ich muss mal eben gucken. 1, 2, 1. Ah, mit 2 Wut ist mir das ein bisschen wenig. Aber ich glaube, 4 Eil brauche ich denn schon. Jetzt habe ich hier 3 Eil drin. Einen vierten Eil kriege ich nur, wenn ich das so mache. Einen vierten Eil hier und einen noch davon. Und ja, ich brauche irgendwie ein Gift, brauche ich auch. Ich denke mal, ich brauche ein Gift. Da komme ich nicht rum. Dann nehme ich die nochmal nach. Ich mache mal Felsenwerfer. Den kann man auch mal ganz gut gebrauchen. Ja, ich habe jetzt auch rausgefunden, wo man die Queen kaufen kann, beziehungsweise wo man den Pass kaufen kann. Ich habe mich nämlich gewundert, dass ich hier im Shop gar nichts habe. Ich hab nichts im Shop, schade. Aber wenn man jetzt hier auf Goldpass geht, dann bekommt man so eine kleine Animation hier. Finde ich sehr, sehr nett. Und ich werde mir den Pass in jedem Fall holen. Frag bitte nicht nach dem Creator-Code. Ich habe immer noch keinen. Ich habe jetzt nicht mehr nachgebohrt, warum ich keinen bekomme. Ist halt so. Also ihr müsst dann hier irgendjemand anders eintragen. Ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt nicht mehr nachgebohrt. Ich will da auch nicht nach rumbetteln oder so. Entweder bekomme ich den Creator-Code oder kann an dem Programm teilnehmen oder halt auch nicht, wenn es denn nicht so ist. Who cares? Und ich würde sagen, ich halte euch hier in der Liga fit. Ich bin wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gespannt, was es hier bei den GSIs gibt. Also in Meister 1. Aber ich versuche auch die anderen Kämpfe so ein bisschen festzuhalten, die anderen Ligen für euch festzuhalten. Und ich würde sagen, habt ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Toto. Clashed.